Leonie, hi. Hallo. Wie geht's dir? Großartig. Ich durfte endlich starten, jetzt geht's los und ich freue mich wahnsinnig. Neu bei QVC? Ganz genau. Wie war dein erster Tag hier? Großartig. Michi, mein Chef, hat mich abgeholt. Wir hatten einen wundervollen ersten, sehr entspannten Tag. Kleine Anekdote, ich war vorher im Fitnessstudio, konnte mir die Haare dort aufgrund der aktuellen Situation nicht trocknen und bin mit nassen Haaren zu meinem ersten Arbeitstag gekommen. Düsseldorf oder Hamburg? Ah, möchte ich gar nicht so differenzieren. Ich liebe Hamburg, aber hier in der Nähe wohnt meine Familie, deshalb vielleicht doch eher Düsseldorf. Sind beides wunderschöne Städte. Faulenzen oder Fitness? Das kommt ganz auf den Tag an, möchte ich sagen. Ich versuche momentan sehr viel Sport zu machen, aktiv fast jeden Tag vor der Arbeit. Aber ich kann auch sehr gerne und sehr häufig tatsächlich mal einen Tag auf der Couch verbringen. Wie sieht ein perfekter Tag bei dir aus? Also morgens entspannt aufstehen, ist ganz wichtig. Ausschlafen, schön frühstücken, vielleicht mit einem Porridge oder auch tolles Brot mit ein bisschen Avocado, Bacon, Käse, einem Ei. Das ist schon mal der perfekte Start für mich. Und dann, je nachdem wie das Wetter ist, entweder ich nehme den Faulenztag von vorher oder spazieren gehen. Ich habe einen Hund, der hält mich ganz gut auf Trab. Dann gehe ich auch sehr gerne sehr viel mit dem raus. Ja, und dann einfach vielleicht ein bisschen was mit Freunden unternehmen. Dein Leben vor QVC? War ganz anders, auch sehr schön. Ich habe halt in Hamburg gelebt, in einer der beiden schönen Städte, die ich so liebe. Und ja, durfte da was ganz anderes machen, war im Vertrieb und hatte gar nicht so viele Berührungspunkte wie jetzt mit dem Fernsehen. Was kannst du so gar nicht? Ja, das kann ich so gar nicht. Ich bin sehr unmusikalisch leider. Also ich singe für mein Leben gerne. Ich glaube, das möchte aber eigentlich so richtig niemand hören, denn wirklich gut singen kann ich nicht. Aber mache ich trotzdem leidenschaftlich gerne. Ich kann zum Beispiel auch gar kein Musikinstrument spielen. Dein absolutes Mode-Must-Have? Ich glaube, ein gut sitzender Blazer ist immer sehr, sehr wichtig. Aber auch, ja, ich beschäftige mich sehr viel und sehr gerne mit Mode. Ich mag auch so Unique Pieces. Ich liebe zum Beispiel auch Doc Martens. Die gehen auch immer zu einem Kleid, zu einer Jeans. Es sind immer so ein paar Pieces, die so ein allgemeines Basic-Outfit einfach aufwerten. Die sollte jeder im Schrank haben. Deine größte Fashion-Sünde? Meine größte Fashion-Sünde, da muss ich mal kurz überlegen. Wahrscheinlich vor gar nicht allzu langer Zeit, für mich persönlich, waren es die Schlaghosen nochmal. Wofür gibst du zu viel Geld aus? Meine Eltern würden jetzt definitiv sagen, für Taschen. Es stimmt auch. Ich sehe es immer als Wertanlage. Die halten ja sehr lange. Schlimmster Job bisher? Oh wow, das ist eine interessante Frage. Ich habe früher mal Promotion gemacht für viele unterschiedliche Produkte, habe mir da nebenbei was verdient. Da gab es mal einen Job, da habe ich Margarine verkostet und die hat nicht so vielen Leuten geschmeckt, tatsächlich. Ja, habe ich von jedem Zweiten gehört, dass das nicht so lecker ist. Es war ein interessanter 8-Stunden-Tag. Dein Lieblings-QVC-Produkt? Oh, da gibt es ganz, ganz viele. Ich bin so interessiert in vielen Bereichen, aber ja, ich liebe natürlich Modesachen von Thom, bei Thomas Rath zum Beispiel. Die finde ich super schön, ganz spannend und auch für jede Jahreszeit immer passend. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Ganz spannende Frage. Ich glaube tatsächlich ein Kolibri. Nicht klassisch ein Vogel nur, sondern ich würde das ja auf einen Kolibri spezifizieren. Ist der einzige Vogel, der weltweit rückwärts fliegen kann. Und ich finde das eine Eigenschaft, die ist unfassbar cool. Danke und tschüss. Ich sage auch lieben Dank. Ciao.